Funktionstheorie und Spooky-Doo Plasma. Das Plasma ist einzigartig. Es ist wie eine Drahtspule und nicht nur ein Licht. Es kombiniert tatsächlich mehrere verschiedene Felder miteinander. Technologien wie BEMF benutzen Spulen, um das Magnetfeld zu reduzieren, das unseren Körper und unsere Zellen beeinflusst und verändert. Aber diese Spulen sind von Natur aus langsam. Die haben eine sogenannte Induktivität. Diese Induktivität schafft das Magnetfeld, das sich auf unsere Zellen auswirkt. Plasma produziert auch ein Magnetfeld. Aber der Unterschied ist, dass es bei Plasma keine oder nur sehr wenig Induktivität gibt. Erinnern Sie sich, was wir vorhin gesagt haben. Induktivität verlangsamt das Magnetfeld. Und jetzt haben wir auf einmal eine Maschine, die Plasmamaschine, die das Magnetfeld sehr schnell erzeugen kann. Aber mit Plasma haben Sie zusätzlich die Plasmaionen selbst, die von der abgewinkelten Elektrode der Fanatronröhre reflektiert oder von der geraden Röhre abgestrahlt werden. Und diese haben eine Wirkung auf den Körper. Wir haben also die Ionen aus dem Plasma und wir haben das Magnetfeld. Diese arbeiten zusammen, um die Zellen in Bewegung zu bringen, damit die Zellen vibrieren können, sodass die von Spooky Plasma anvisierten Krankheitserreger gezielt deaktiviert oder zerstört werden. Danke fürs Zuschauen.